Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur zweiten Episode des Huddersfield Karrieremodus in FIFA 18. Wir sind am Start, ihr habt euch erste Spieler ausgesucht, die ich verpflichten soll. Die werden wir uns heute angucken, mal schauen, ob wir Transfers machen. Aber wir haben auf jeden Fall einiges vor uns, Ende Juli 2017. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaffen wir 500 Likes auf dieser Episode. Ich würde mich tierisch darüber freuen. Ballert einfach mal den Daumen raus. Für euch kein großer Auftrag, aber für mich bedeutet es wirklich eine Menge. Unser Training sieht ganz gut aus. Hader Jonai und Billing mit den besten Ergebnissen. Kann man auf jeden Fall so machen. Videobeschreibung auschecken. Links zu IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PS, wenn ihr es noch gut haben. Mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu mein Merchandise, meine Social Media Links. Aber gerade IG Vault lohnt sich halt zum Beginn des Spiels. Gerade wenn ihr FIFA Points braucht, um Packs zu öffnen für Ultimate Team. Für den Karrieremodus nicht so wichtig. Wir haben Transferangebote, die gucken wir uns direkt mal an. Einmal Christopher Schindler, aber das kann ich direkt sagen, das werde ich ablehnen, auch wenn der Verein relativ interessant ist, weil zu ihm kommen wir gleich noch. Und bei Kane muss ich sagen, das ist ein 53er, der 20 Jahre alt ist und da werde ich gar nicht erst verhandeln, den werde ich einfach direkt verkaufen. Aber wir wollen ja primär auch kaufen und ich habe hier die Spieler auf der Liste, die ihr mir empfohlen habt. Wir sortieren jetzt mal nach Position. Innenverteidigung habt ihr mir empfohlen, Niklas Stark. Niklas Stark sehe ich persönlich noch nicht bei uns, weil ich es nicht realistisch finde, dass der als Euroleague-Teilnehmer Hertha verlassen würde. Hingegen Kempf schon, weil Kempf ist ja mit Freiburg nicht in die Euroleague gekommen und dementsprechend wäre das gar nicht so unrealistisch, dass wir den holen vom Abstiegskandidaten in Deutschland, zu einem natürlich in England, aber halt in die Premier League. Philipp Max, für den geht eigentlich das gleiche, sehr variabler Spieler auf den Außenbahnen und es wäre halt einfach gut, den zu holen, weil Max. Die sehe ich auch nicht realistisch an, das wird der neue Kanté irgendwie bei Leicester. Ich denke nie, dass sie ihn so schnell einer Saison abgeben werden, 20 Jahre alt, natürlich eine Menge Potenzial, aber sehe ich persönlich noch nicht. Nathan Redmond finde ich ist eine sehr, sehr interessante Personalie für die Außenbahn mit seinen 23 Jahren, Entschuldigung, von Southampton, dementsprechend ein Stürmer, Mittelfeldspieler, der die Premier League kennt und das wollte ich, ja. Marco Marin kennt die Premier League auch, sehr, sehr interessanter Spieler, gerade auch, weil er deutsch ist und wir haben ja eine sehr, sehr deutsche Basis bei Huddersfield. Allerdings steht er jetzt gerade erst beim Verein untergekommen und wird nicht erneut wechseln, vielleicht können wir den leihen oder so, mal schauen. Justin Kluivert, ein Megatalent, was ich letztes Jahr schon mega geil fand, mal sehen, ob wir den eventuell bekommen können, weiß ich aber noch nicht so hundertprozentig. Und im Sturm habt ihr die Vorschläge gemacht, Abel Hernandez und dazu Danny Ings und das finde ich beide sehr, sehr schöne Vorschläge, weil die beiden sind jeweils schnell, die sind Premier League erfahren, sind ein bisschen älter, das heißt nicht die größten Talente, aber trotzdem auf jeden Fall mit ein bisschen Potenzial nach oben. Kann man so machen, wir warten mal auf die Scout-Berichte und dann schauen wir mal, wie wir davon holen. So, es gab gerade Stillstand bei den Verhandlungen mit Danny Kane, das heißt, den werden wir wohl doch eher nicht verkaufen, weil der Verein anscheinend nicht auf sein Gehalt klarkommt, was auch irgendwo los logisch ist, weil der Spieler bei einem Premier League fallen und da dürfte das Geld höher sein als bei einem Viertligisten. Wir haben die ganzen Scout-Abschlussberichte und ich habe gerade aber schon gelesen, Interesse an Oliver Kempf. Okay, 5,2 Millionen hat Lille geboten für den Freiburger Innenverteidiger. Das heißt, da müssen wir direkt mal nachziehen und am besten 5,25 bieten. Allerdings ist er sowieso 7 Millionen wert. Muss ich dann in meine Transferzentrale gehen und da gucken, was ich machen kann. Niklas Stark ist natürlich, wie gesagt, sehr stark, aber unrealistisch. Kluivert mit 73. Natürlich ein Talent, aber den könnt ihr halt auch keine Spielpraxis hundertprozentig garantieren, deswegen weiß ich nicht, ob ich den wirklich holen sollte. Philipp Max würde ich ganz gerne haben, bei dem werde ich auf jeden Fall gleich mal anfragen, ob wir den bekommen können. Vor allem die 81 Flanken sind da sehr schön und allgemein hat er sehr solide Stats. Marco Marin finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr nice, die Personalie an sich könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die Sache ist nur, wenn er gerade erst untergekommen ist, müssen wir halt schauen, ob das irgendwie im Bereich des Möglichen liegt. Dazu haben wir halt noch Danny Ings und Abel Hernandez. Beides vernünftige Stürmer, der eine natürlich ein bisschen schneller als der andere ein bisschen mehr Sprungkraft, sehe ich hier gerade, ein bisschen kleiner dafür. Der Abschluss ist bei Danny Ings deutlich besser. Die Stats ansonsten sehe ich persönlich jetzt auch. Aber schauen wir mal. Ndidi, wie gesagt, ist unrealistisch, hat aber 77 mit 20. Das bleibt unrealistisch. Und Nathan Redmond, den finde ich sehr, sehr gut, wie gesagt. Das finde ich eine relativ realistische Personalie auch. Deswegen gehen wir in die Transferzentrale, fragen die drei an, fragen Kempf an und auch den Kollegen Marin. Nicht zu vergessen natürlich Philipp Max und bei dem gucken wir uns das Ganze auch an. Wir hier mit unserem Pendant. Ich glaube, dass ja der Trainer bei Augsburg Manuel Baum ist. Immerhin hat er die braunen Haare. Schauen wir mal, was wir dabei rumbekommen können. Wir sollen uns darauf einigen, was für einen Deal wir machen können. Ich hätte ganz gerne Transfer und ich würde ganz gerne so, ich sag mal 5,5 Millionen. Erstmal ein bisschen unter dem Markt, werden wir mal sehen, was sie dazu so sagen haben. Bin gespannt. Weiterverkaufsgebühr können wir auch hinzufügen. So 10% um den Dreh. Ist für uns schlechter. Das habt ihr schon richtig erkannt, aber es wird den Club vielleicht überzeugen und ich möchte Max ja so gesehen nicht verkaufen. Ich plane nicht, einen Spieler zu verkaufen. Von daher, ja, mal sehen, was dazu gesagt wird. 9,5 Millionen. Das ist natürlich ja, eine Stange Geld. Ich werde eine neue Transfersumme vorschlagen. Ich gehe mal auf 6,5 Millionen runter und versuche es mit einer Weiterkaufsgebühr von 10 Millionen. Ich hätte Max halt schon gerne, das heißt, ich muss mich früher oder später annähern. Aber schauen wir erstmal, was er dazu sagt.
okay, sie bleiben bei dem Angebot. Dann akzeptieren wir das. Wir haben das Geld, wir haben 30 Millionen Transferbudget. Es ist in Ordnung und wir haben damit auf jeden Fall für die linke Seite einen Spieler als linker Flügelspieler und wir haben Linksverteidiger automatisch noch dazu. Das ist sehr, sehr gut an sich und ich denke mal, dass wir damit auf jeden Fall erfolgreich in die Saison gehen können. Einfach weil es auch eine wichtige Personalie sein wird. Ich weiß gar nicht, ob Philipp Max einen Ingame-Face hat. Ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, aber er wird auf jeden Fall ein Schlüsselspieler. Ich weiß nicht, ob er das jetzt glaubt, ob er das sich hier nicht vorstellen kann, aber er, ja, das sieht eigentlich sogar relativ realistisch aus. Nicht hundertprozentig, natürlich ist kein real Ingame-Face, aber passt schon ganz gut. Ich würde ihm ganz gerne 4 Jahre an uns binden, nicht nur 3 Jahre, die wir da gerade gesehen haben. Ich mache das natürlich ein bisschen schneller jetzt hier gerade alles, lasse nicht alles durchlaufen. Freigabesumme übergehe ich und das ist bei denen in Ordnung. Klient wünscht sich 25.000 pro Woche, aktuelles Geld ist 19.000, Einstiegspunkt von 380.000 und 990.000 nach 20 Spielen ohne Gegentor. Ja, das ist in Ordnung. Gehalt passt, das ist okay für Premier League-Verhältnisse, Einstiegsbonus ist auch in Ordnung und 20 Spiele ohne Gegentor werden nicht passieren, von daher bin ich da, ja, relativ entspannt, also zumindest nicht diese Saison werden sie passieren. Und damit haben wir unseren ersten neuen Spieler, sehr, sehr schön, ich werde mal gleich schauen, was bei den anderen so abgeht. Den haben wir natürlich auf der linken Seite für Löwe, beziehungsweise für Inns, beziehungsweise für Kachunga. Ich werde den auch auf der linken Mittelfeldseite packen, weil wir müssen halt ein bisschen strategisch denken und dementsprechend defensiv, aber ich denke mal, dass die beiden sich hier ganz gut ergänzen und damit haben wir den Flügelspieler, beziehungsweise Außenverteidiger, den wir ja haben wollten. Das passt also ganz gut. Wir brauchen jetzt so gesehen noch einen Sechser, auch wenn Billing halt schönes Potenzial hat. Williams als Ersatz. Es wäre trotzdem ganz schön, wenn wir noch einen Sechser bekommen könnten. Am besten auch einen Zehner und vielleicht noch einen Stürmer. Vielleicht können wir ja auch irgendwen abgeben. So, wir haben jetzt mal mit Spielertausch das Ganze hier versucht bei Laurent Depoitre und oder Depoit oder wie auch immer ausgesprochen wird. Und die verlangen aber einen rechten Flügelspieler. Das heißt, Elias Kachunga wäre dann der, den wir dazugeben könnten. Depoitre haben sie abgelehnt. Mal sehen, was jetzt gesagt wird. Sie sind bereit. 3,9 Millionen plus Kachunga, der auch 3,9 wert ist. Ich sag mal, der ist 5 wert. Das sehe ich so nicht ein. Der ist nächstes Jahr ablösefrei. Allerdings beträgt die Ausstiegsklausel ein bisschen mehr. Die Ausstiegsklausel beträgt tatsächlich 14,2 Millionen. Deswegen biete ich mal 2 Millionen plus Kachunga an. Mal sehen, was sie dazu sagen. Weiterverkaufsgebühr können wir auch hinzufügen von 10%. Mal sehen, ob sie das annehmen. Ich glaube ja persönlich nicht. Nein, 3,8 Millionen und 5%. Dann gehe ich lieber wieder, Weiterverkaufsgebühr ist okay, aber dann schlage ich die Transfersumme von 3 Millionen zu. Ich habe schon gelesen, dass es teilweise ein bisschen hart ist mit den Verhandlungen, aber vielleicht finden wir ja den Kompromiss. Ich weiß halt auch nicht, wie weit man die provozieren darf. Ja, damit können sie leben. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob Kachunga da einverstanden sein wird. Natürlich haben wir damit jetzt einen Deutschen verloren. Eigentlich müssen wir einen Deutschen wieder dazuholen, aber vielleicht klappt das ja mit Marco Marin. Marco Marin war ja angeblich nicht zu haben, aber sein Wert ist 6,5 Millionen, 7,4 will Olympiakos haben, 5% Weiterverkaufsgebühr. Ich versuche das mal, weil weiterverkaufen glaube ich nicht. Da packe ich mal 10 drauf, die neue Transfersumme, die ich vorschlage, sind dann 6,8 Millionen. Vielleicht sind sie ja damit einverstanden. Ansonsten gehe ich da gleich nochmal ein bisschen rauf, aber ich könnte mir das an sich sehr gut vorstellen, zumal diese Weiterverkaufsgebühr nicht passieren wird. Und selbst wenn sie passiert, ist das nicht so schlimm. Mal sehen, was der Olympiakos-Vertreter dazu sagen wird. Findet er gut, finde ich auch gut. Marco Marin, das gefällt mir sehr gut. 15.000 und dazu haben wir einen Einstiegsbonus von 50.000 und wenn der Kollege 10 Tore schießt, bekommt der nochmal 500.000 obendrauf. Mal sehen, was er dazu sagt. Das ist für einen Championship-Spieler eigentlich gar nicht so ein schlechtes Angebot. Er hätte gerne einen Einstiegsbonus von 210.000, das ist deutlich mehr, als ich gesagt habe, aber er möchte gar keine Torsumme haben. Er ist wohl nicht selbstbewusst. 16.500 Geld, was nicht viel ist. Das nehmen wir an, das ist in Ordnung. Damit haben wir Abel Hernandez, den nächsten Spieler in unserem Kader und machen gleich weiter mit Marco Marin. Damit haben wir den Ersatzstürmer. Ich weiß, dass Hernandez nicht den besten Abschluss hat, aber ich wollte einen schnellen Stürmer und den haben wir damit und das ist sehr, sehr schön. So, jetzt sind wir bei Marco Marin angelangt, der ja auch ein Real-In-Game-Face hat, wie ich gerade gesehen habe. Marin wäre wichtig, nicht Schlüsselspieler wahrscheinlich, aber wichtig, er wird aber Schlüsselspieler sein. Sieht so süß aus. Aber er ist Schlüsselspieler, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So, Vertragsdauer 3 Jahre. Auch das ist in Ordnung. Der ist immerhin schon 28 bis 31. Das passt ganz gut. Jetzt kommt die Freigabesumme. Er wünscht sich keine, das akzeptieren wir. Und damit sind wir beim Gehalt. So, Gehalt wird interessant, weil er verdient momentan 24.000. Der geht jetzt in die Premier League. Ich biete einfach mal 25.000 und einen Einstiegsbonus von ja, 100.000. So, mal sehen, was er dazu sagt. An sich kann ich mir nicht vorstellen, dass er das annimmt. Bonus hinzufügen bei, okay, Vorlagen gibt es nicht, aber bei 5 Toren kriegt er nochmal 250.000 dazu. Ich glaube nicht, dass er die 5 Tore machen wird. Mal schauen. Er wird halt eher der Vorbereiter sein, so plane ich zumindest. Möchte weniger Gehalt haben, aber mehr Einstiegsbonus.
Die Tore möchte er ganz gerne behalten. Das ist in Ordnung. Mache ich so. Ich bin da momentan noch, ich gucke noch nicht so sehr auf die Finanzen, weil wir halt aufgrund dessen, dass wir Premier League-Spieler sind, sehr, sehr viel Geld haben. Premier League-Fans sind sehr, sehr viel Geld haben. Gibt übrigens einen Bug. Derby County hat momentan noch 120 Millionen Transferbudget. Also wenn ihr einen krassen Karrieremodus mit dem Championship-Team starten möchtet, dann jetzt, bevor der Patch kommt. Vielleicht ist er jetzt schon da. Aber auf jeden Fall war das zeitweise mal so. So, wir haben Marin und wir haben Hernandez beide auf der Bank, weil Parma halt einfach sehr talentiert ist und ich nicht momentan einsehe, den direkt rauszunehmen. Marin hat Forster-Skills, kann halt auch rechtes Mittelfeld und linkes Mittelfeld spielen. Das ist sehr, sehr schön für uns natürlich, einfach weil wir damit die Flexibilität haben, die wir einfach brauchen in der Offensive und wir haben den deutschen Spieler direkt zurückgeholt. Die Frage ist jetzt nur noch, kommen wir mit der Innenverteidigung so klar? Ich brauche eigentlich einen Ersatz-Innenverteidiger und deswegen konzentriere ich mich da jetzt ganz, ganz stark auf Marc-Oliver Kempf. Oh, wir kriegen Kempf für 6 Millionen. Christian Streich ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ohne weiteres Tamtam. Wollten Colin Kwaner nicht haben, aber kann ich sehr gut mit leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Sache ist, der hat halt nur noch 11 Monate Vertrag. Zwar gab es das Angebot von Lille, war es ja, glaube ich, aber wir haben 300.000 mehr gezahlt. Sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir den halt nur noch bekommen. Der möchte gerne eine wichtige Rolle im Kader haben. Das sehe ich auch bei ihm so, definitiv. Der hat jetzt schon ein besseres Rating als Schindler und der wird sich früher oder später etablieren bei uns. Vertragsdauer ist mir ein bisschen zu kurz. Da hätte ich ganz gerne eine längere Vertragslaufzeit, und zwar 4 Jahre. Ich denke mal, damit sollte der einverstanden sein. Yo, das läuft. Keine Freigabesumme, das kommt mir definitiv entgegen. Gar keine Frage, weil ich würde ungern eine Freigabesumme einbauen. Das würde ich nur bei absoluten Top-Transfers machen. Kommen wir zum Gehalt. Momentan verdient er 19.000. Er geht in die Premier League, das sage ich immer wieder. Deswegen sagen wir mal, er bekommt 20.000. Und als Einstiegsbonus bekommt er 200.000. Mal sehen, ob er damit zufrieden ist. Bin ich gespannt, vom Rating her könnte das sogar hinkommen. Und er möchte 260.000, 20.000 Gehalt passen und 135 nach 5 Spielen ohne Gegentor. Das machen wir auf jeden Fall ein bisschen anders. Ah ne, Quatsch, den Bonus bearbeiten wir mal. Und zwar nach 10 Spielen ohne Gegentor. Gut, nach 10 Spielen ohne Gegentor bekommt er den Bonus. Mal sehen, ob er damit einverstanden ist. Ist er? Ist in Ordnung. Das heißt, damit haben wir auch noch unseren Ersatzverteidiger. Und ich bin der Meinung, während ich ja gesagt habe, dass Williams nicht unbedingt Premier League-Format hat, auch wenn er natürlich trotzdem als Ersatzspieler bleibt, deswegen habe ich ihn noch nicht angeboten. Wir haben damit auch einen, der Sechser spielen kann. Nee, kann er nicht. Okay, zumindest nicht per Positionsangabe. Aber ich denke mal, er kann das theoretisch trotzdem. Und das ist sehr, sehr schön, beziehungsweise sehr, sehr praktisch. Kann das hier einer von denen? Nö, kann er nicht. Hadajunai? Nee, auch nicht. Ja, aber macht nichts. Ich bin sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Wir haben sehr, sehr starke Transfers gemacht. 4 an der Zahl. Ich glaube, mehr müssen wir auch erstmal nicht machen. Das ist jetzt sehr realistisch gehalten. Ich denke mal, ich konnte eure Transferwünsche auch erfüllen. Vielleicht holen wir noch Justin Kluivert per Laie oder sowas. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber die Frage ist dann natürlich, gut, Max an sich natürlich stärker als Löwe. Löwe hat eigentlich kein Premier League-Format. Können wir das so machen? Dann könnten wir Ince. Kann Ince auf links spielen? Das ist die große Frage jetzt. Ince kann auch auf links spielen, ja. Dann könnten wir theoretisch für die rechte Seite halt eben Kluivert holen. Als Ersatz oder hielt ihn da so hinstellen. Und natürlich haben wir auch noch Marco Marin. Der kann das ja bekanntermaßen auch spielen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja, kann er. Auch wenn ich den eher auf der 10 sehe, beziehungsweise links eher, weil er kann in der Mitte ziehen. Wobei, mit rechts kann er flanken. Was hat er für Flankenwerte? Fernschuss hat er ja sowieso nicht so gut. Was hat er für Flanken? 72. Was hat Ince für Flanken? Was hat Ince für einen Fuß? Ince hat 71 und ist sowieso Linksfuß. Das passt sehr schön. Wobei Ince, mal gucken auf den Fernschuss. 71, nicht so die heftige Schusskraft, aber es wäre natürlich schon schön, wenn er nach innen ziehen könnte, theoretisch. Ist Rechtsfuß, Außenristschuss, das passt dann, angeschnittener Schuss, das würde er von der anderen Seite. Dann machen wir es doch mal so rum, stellen die beiden Deutschen auf eine Seite, sondern schauen wir doch mal nach, ob wir eventuell noch Justin Kluivert verpflichten können, weil das wäre eine Verpflichtung, die ich persönlich sehr, sehr stark sehen würde. Mit sehr, sehr viel Potenzial natürlich. Der Verein hat kein Interesse, den Spieler auszuleihen. Das ist natürlich schade. Aber okay, wie sieht es bei Redmond aus? Auch kein Interesse daran, den Spieler auszuleihen. Wie sieht es bei Ndidi aus? Auch kein Interesse daran, Spieler auszuleihen. Bei Redmond finde ich es schade. Das wäre natürlich der Top-Spieler, der Top-Transfer gewesen. Aber der ist halt einfach zu teuer, schlicht und ergreifend. Weil hätten wir den gekauft, dann hätten wir die ganzen anderen Spieler nicht bekommen können. Und von daher denke ich mal, dass das so ganz gut ist. Die Sache ist, wir haben, glaube ich, noch keinen Jugendscout, wenn ich doch einen haben war. Wir können theoretisch noch einen zweiten kaufen, aber wir warten noch ab, vielleicht verletzt sich noch irgendwer oder so. Deswegen möchte ich noch nicht unser ganzes Geld jetzt rausbraten, sondern wir gehen jetzt mal zum ersten Premier League-Spieltag. Morecambe ist interessiert daran, Schofield auszuleihen. Das nehmen wir an. Nebenbei bemerkt möchte ich hinzufügen, dass ich den Karrieremodus hier oder in dem Karrieremodus hier auch viele Spiele simulieren werde. Nicht wie beim Mappen, wo ich alle mache. Das liegt ganz einfach daran, dass ich relativ schnell vorankommen möchte. Und das liegt auch daran, dass ihr bald einen anderen Karrieremodus bekommt, den ihr natürlich auch gerne haben wollt. Und ich denke mal, ihr könnt euch denken, welchen ich meine. Das erste Premier League-Spiel überhaupt. Das erste Mal, dass ich überhaupt das Premier League-Layout sehe. Vom Karrieremodus habe ich noch überhaupt nicht gesehen.
Das ist sehr spannend jetzt für mich gerade, weil da stand gerade in Kürze, aber ich glaube nicht, dass es hier irgendwie großartige Änderungen gibt. Ich muss übrigens noch den Kommentator ausschalten, das werde ich gleich tun. Ich weiß noch nicht, ob der schon ausgeschaltet ist, aber grundsätzlich, glaube ich, hat sich hier nicht viel verändert. Aber sieht schön aus. Marie Mounier und der Nachschuss kommt nicht. Eieiei, die erste dicke Chance der Saison, fast die erste Vorlage für Marino, fast das erste Tor direkt im ersten Spiel in der Premier League für Steve Mounier. Sehr, sehr schön an sich gemacht. Uff. Dicke Gelegenheit für Crystal Palace, Lattenkreuz. Und obwohl es ein Abschluss war, gibt es den Freistoß und Andros Townsend. Eieiei. An die Latte. Ich finde, Townsend ist ein geiler Spieler, aber das war mir jetzt zu viel Aufregung. Ich weiß noch nicht, warum es Freistoß gab, obwohl es einen Abschluss gab. Und das war ganz, ganz schwach von unserer Innenverteidigung. Benteke darfst du niemals alleine stehen lassen. Und während Crystal Palace in Realität weder Tor noch Punkt hat, schaffen sie es hier direkt im ersten Spiel nach 20 Minuten bereits zu treffen. Natürlich, das war von Schindler ganz... von Jürgensen. Da muss er hin. Da muss er hin, den muss er haben. Es geht los wie beim Mappen. Wilfried Zaha. Da sieht man mal, eigentlich hat Crystal Palace die Qualität. Aber wie ist das Ding denn reingegangen? Ganz, ganz krummes Ding. Und da sieht Lössl auch, glaube ich, gar nicht gut aus. Die Flanke können wir nicht verhindern, das ist okay, aber das geht gar nicht. Das ist miserables Abwehrverhalten von Hanna Jonal. Jetzt mal schön kombiniert und Inns hat die Chance auf das erste Tor für Huddersfield und vergibt sie kläglich. Aber ganz, ganz kläglich. Linksfuß und bringt das Ding nicht vorbei an Hennessy. Wir sind mittlerweile tief in der zweiten Halbzeit, haben eine Freistoßchance. Ich habe zur Halbzeit umgestellt auf 4-1-2-1-2, also Doppelspitze ab Hernandez gebracht und zwar für den sehr, sehr, ich sag mal, überforderten Billing auf der 6, der nicht, glaube, der gefühlt nicht einen Pass angebracht hat. Mittlerweile habe ich auch die Seiten gewechselt bei Marin und bei Inns und habe dazu noch Kempf gebracht für Schindler, für eventuelle Kopfballgefahr, aber bisher läuft das nicht. Jetzt eine schöne Flanke auf Marco Marin. Immerhin mal eine richtig schöne Aktion, das sehe ich doch gerne. Das macht Lust auf mehr, aber es läuft halt seit der Chance für Mounier leider nichts Gefährliches mehr zusammen. Die Hacke auf Marin, nächste Chance. Wir nehmen das jetzt mal mit, weil ich mache diese Episode nur ein Spiel und es ist ja an sich sehenswert, aber es ist halt nicht gefährlich. Palmer versucht's. Wir nähern uns an dem ersten Tor. Ich weiß gar nicht, Huddersfield hat, glaube ich, schon mal Premier League gespielt, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Jetzt die Ecke auf Mounier. Nochmal Ecke. Also Marin ist eindeutig der beste Spieler hier auf dem Platz. Das muss man einfach so sagen. Der ist gefährlich. Der einzig gefährliche, den wir haben. Wie wir hier ganz offensichtlich sehen. 100% Passquote und sehr, sehr auffällig, weil er auf der Seite viel macht und weil er sich auch immer wieder ins Zentrum reinzieht, was halt eben eine Überzahl da schafft. Nur leider Gottes können wir die nicht hundertprozentig ausnutzen, weil wir unsere Stürmer nicht einsetzen können. Von Hernandez habe ich vielleicht noch gar nichts gesehen. Palmer mit der Flanke, die kommt nicht an und Marin läuft am Ball vorbei. Jetzt wollte ich ihn gerade dafür so extrem loben, dass er da perfekt steht. Aber dann nutzt das nicht aus. Ich habe momentan die Überlegung, ob ich mir vielleicht noch einen zweiten sehr, sehr starken Sechser hole. Ich habe nämlich gerade eine ganz, ganz andere Formation mal im Kopf. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das wirklich umsetzen will. Aber vielleicht kommen wir dazu noch in diesem Video. Das wäre zumindest eine Alternative. Jetzt ein schöner Pass nochmal auf Hernandez. Nochmal Palmer, vielleicht gewinnt er das Kopfballduell. Ja, also unsere Offensivspieler, ja, die drei, die bringen leider Gottes nicht sonderlich viel zustande. Das muss man einfach so sagen. Das erste Premier League Spiel geht verloren mit 0-2 gegen ein sehr effektives Crystal Palace. Die hatten nur zwei Chancen, abgesehen von diesen ersten halt mit dem Lattenkreuz und dem Freistoß direkt danach. Aber sie waren halt einfach effektiver als wir und dementsprechend verdienen sie diesen Sieg jetzt hier. Wie gesagt, wir müssen was machen. Ich überlege mal, ob ich das so machen kann, wie ich es mir überlegt habe. Die alternative Idee ist diese hier. 3-5-2, beziehungsweise so gesehen ist das eine Fünferkette, weil Max und Hada Jonay zwar beide ein bisschen weiter vorne spielen können, aber grundsätzlich halt defensiver sind. Da würde ich halt die Taktik nochmal ein bisschen anpassen. Auf A6, beziehungsweise im Sturm, seht ihr das hier, Mounier und Hernandez Doppelspitze, Marin dahinter. Da könnte man halt theoretisch beispielsweise einen Palmer einwechseln oder auch einen Inns, der halt auch auf dieser Position spielen kann. Wenn wir offensiver brauchen, könnten wir Inns auf die Außenbahn einfach stellen. Oder halt ins 4-1-2-1 wechseln. Ich werde das 4-2-3-1 allgemein rausnehmen. Deportre habe ich jetzt hier rausgenommen, aus einem bestimmten Grund. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und ihr merkt aber, ein Spieler passt hier nicht so ganz rein, auch wenn er Potenzial hat, und das ist Billing. Und für den hätte ich gerne ein neues. Und da versuchen wir jetzt einen Königstransfer. Option Nummer 1. Wir sehen Shakespeare.
Und es geht um Daniel Amatei. Okay. Ich habe 25% Weiterverkaufsgebühr gemacht und 8,1 Millionen angeboten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir mit dem Gehalt überhaupt hinkommen. Es wäre aber mein Wunschtransfer. Es könnte ganz, ganz knapp werden. Aber es könnte halt eben funktionieren. Wir haben theoretisch genug Geld. Er hat ein 75er Rating. Das wäre deutlich besser als Billing. Er ist quasi der neue Michael Essien. So will ich ihn zumindest aufbauen. Ich hätte ihn gerne 5 Jahre im Verein. Mal sehen, was sie dazu sagen. Damit sind sie einverstanden. Jetzt übergehen wir die Freigabesumme und gehen zum Gehalt. Ich weiß, dass er 45.000 verdient. Ich werde ihm 35.000 bieten. Und dazu einen Einstiegsbonus von 200.000. Und einen Bonus bei 15 Spielen ohne Gegentor von 700.000. Das ist quasi alles, was ich machen kann. Ansonsten muss ich das Gehalt anpassen. Er will 39.000, er will einen Einstiegsbonus von 500.000. Er ist mein Wunschspieler. Ich muss ihn holen. Ich muss ihn holen. Wir haben kein Geld mehr, wir sind pleite. Aber wir haben einen Topspieler verpflichtet. Und ich glaube, dass Amatei uns richtig heftig weiterhelfen wird. Wir gucken uns mal seine Werte an zum Abschluss. 84 Aggressivität, 86 Sprungkraft bei 1,86 Körpergröße. Ganz, ganz wichtig. Mittlere Arbeitsraten, kann ZDM und ZM spielen. Kommt aus Ghana, ist relativ schnell, 76 Sprintgeschwindigkeit, 85 Körperstärke, 89 Ausdauer. Ein Büffel halt einfach, der ackert und ackert. 71 Fernschüsse, 83 Schusskraft, ganz wichtig. Dazu 71 langer Pass, 76 kurzer Pass. Defensive Stats sind auch mehr als in Ordnung. Ich glaube, damit haben wir uns einen Top-Spieler geangelt. Und ich hoffe, der gefällt euch. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Ich mache hier eine Infokarte hin. Könnt ihr verstehen, dass ich Amatei gekauft habe, dass ich ihn geholt habe, dass er mein Wunschspieler ist und glaubt, er wird uns weiterhelfen? Und die zweite, was würdet ihr bevorzugen? Diese Formation hier, also das 4-1-2-1-2, wo ich jetzt gerade noch Schindler drin stehen habe, wo aber halt eben Marc-Oliver Kempf rein müsste. Oder würdet ihr das 3-5-2 bevorzugen, mit halt eben viel Variabilität mit den Außenbahnspielern Hadar Jonai und Philipp Max und hier halt ebenfalls mit Amatei, aber dann mit der Dreierkette mit Schindler, Kempf und Jürgensen und ebenfalls Doppelspitze, also daran ändert sich nichts. Ich bin gespannt, was ihr abstimmen werdet. Wenn die Episode euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Sie wird wieder lang sein. Ich unterschätze momentan jedes Mal, wenn ich ein Video mache, aufs Neue die Länge der Videos. Das tut mir auch wirklich leid, aber ich kann leider Gottes da quasi nichts gegen tun, weil ich liebe es einfach, Videos zu machen momentan. Und dann zieht sich das ja logischerweise in die Länge. Aber ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich bitte euch, die Links in der Beschreibung auszuchecken und beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Und ciao.